Wir kommen zur Ernährung von unserem Urviech. So heißt es ab sofort, Urviech. Dafür müssen wir wissen, ein Lebewesen braucht organische Bausteine, um sich weiter ausbauen zu können und letztendlich um sich reproduzieren zu können, auf der ganz untersten Ebene. Im Prinzip bräuchte unser Urviech eigentlich fast nichts essen, wenn es nichts tun würde. Könnte es einfach da hocken, nichts tun, dann müsste es eigentlich auch nichts essen, aber es tut ja was. Es will sich ja reproduzieren. Und es hat, woher auch immer, einfach einen Stoffwechsel entwickelt. Das wissen wir ja nicht, wo der herkommt. Also muss es auch was essen. So. Und jetzt ist es so, Organismen brauchen gewisse organische Verbindungen, also Produkte der organischen Chemie sozusagen. Das sind irgendwelche Kohlenstoffverbindungen mit viel Stickstoff drin oder auch mal weniger Stickstoff. Da hängen dann auch noch mal diverse andere Sachen drin, wie Sauerstoffer, mal ein Schwefel, mal ein Magnesium, mal ein Calcium und so weiter. Spielt da alles irgendwo eine Rolle, wird aber halt eben in organisch synthetisierten Verbindungen für die Biosynthese weiterverwendet. Das ist nämlich der springende Punkt, der auch so spannend ist. Und nochmal zurückgehen zur Entstehung des Lebens. Wo sind denn die organischen Moleküle hergekommen? Normalerweise, also soweit wir das jetzt in den letzten Jahrmilliarden erlebt haben, entstehen organische Moleküle aus Organismen. Die werden in Organismen gebaut. Als es noch keine Organismen gab, wo zum Geier sind dann die organischen Moleküle hergekommen? Und das ist eben diese Sache mit den Blitzen, um dahin zurückzukommen. Dass dann die Energie der Blitze aus dem Nix, aus der Uratmosphäre heraus die ersten organischen Verbindungen synthetisiert hat. Man spricht davon anorganischer Synthese. Also, da gibt es noch diverse andere tolle Fachbegriffe, die man nicht wissen muss. Deshalb fallen mir die jetzt auch gerade nicht ein. Aber ja. Wir haben jetzt also die Ausgangssituation, dass durch Zufall und diese Blitze eine Ansammlung von organischen Molekülen unser Urviech bildet. Das ist jetzt da. Jetzt können wir davon ausgehen, Ansatz Nummer 1. Es gibt zwei. Unser Urviech ernährt sich dadurch, dass es die ganzen anderen organischen Moleküle, die durch Blitze gebildet wurden, einfach assimiliert. Sozusagen, es treibt dahin, wird dahin getrieben durch Zufall, fließt dann über so ein Ding drüber. Und hat es dann quasi in der Zelle drin, indem es einfach durch die Zellwand durchflutscht und dann drin ist. Und das, was da drin ist, ist rein durch Zufall genau das, was es gerade haben wollte. Das ist die einfachst denkbarste Form der Ernährung, die überhaupt irgendwie möglich wäre biologisch. Findet so nicht statt, könnte damals aber vielleicht eventuell tatsächlich so gewesen sein, dass sich also unser aus der Anorganik entstandenes erstes organisches Wesen von der aus der Anorganik entstandenen ersten organischen Substanz ernährt hat. Das hat nämlich einen wesentlichen Vorteil. Wenn wir was essen, wir als modernes Tier sozusagen, dann zerlegen wir das, was wir essen, in seine Einzelteile, in die einzelnen organischen Bausteine, aus denen es besteht, weil wir essen ja auch wieder was Organisches. Wir essen Biomaterial, wir bestehen aus Biomaterial. Macht irgendwo Sinn. Und dann zerlegen wir das gegessene Biomaterial per Verdauung, ne? Und können daraus dann neues Biomaterial, das wir für unsere Lebenserhaltung brauchen, synthetisieren. So, assimilieren quasi. Das war nicht notwendig bei unserem Urviech, weil das alles, was es gebraucht hat, quasi direkt aufgenommen hat und dann benutzen konnte. Sozusagen, wenn uns ein Arm abgeschnitten werden würde, dann könnten wir, wenn wir diese Fähigkeit hätten, wie unser Urviech, einen anderen Arm essen und flups, wächst uns der Arm nach. Also quasi das, was man braucht, isst man und hat es dann sofort zur Verfügung. Der Kopf fehlt, essen wir einen anderen Kopf, flupp, Kopf wieder da, sozusagen. Das wäre praktisch. Nein. Also, wie soll man essen ohne Kopf? Aber so kann man das so ungefähr übertragen darstellen. Die Notwendigkeit, organische Substanz, die man isst, erst zu zerlegen, um sie dann zu dem, was man braucht, wieder zusammenzusetzen, die Notwendigkeit bestand nicht, weil es einfach sofort das aufnehmen konnte, was da gebraucht wurde und sofort nutzen. Ne?
Jetzt ist es so, sollte dieser Ansatz 1 tatsächlich so gewesen sein, dass sich unser Urviech so ernährt hat und so auch geteilt hat und vermehrt hat, dann müsste es relativ schnell zu einer Energiekrise gekommen sein oder zu einer Nahrungskrise, weil viel organische Substanz wird sich per Blitz und so weiter und so fort nicht gebildet haben. Die muss irgendwann alle gewesen sein. Unser Urviech war also in der Not, irgendwie was anderes einfallen zu lassen, um weiterhin existieren zu können, leben zu können. Das war Ansatz 1. Jetzt kommt Ansatz 2. Unser Urviech hat nicht genug schon fertige Bioproteine zum Beispiel gefunden, sondern war darauf angewiesen, einzelne, so wie wir jetzt auch uns quasi ernähren, Partikel organischer Substanz aufzunehmen. Also einzelne Zuckerchen, nicht gleich ganze Organe oder was man halt braucht, sondern nur einzelne Zucker. Und die muss man dann zusammenbauen zu dem, was man haben möchte. Das galt also jetzt in dem zweiten Ansatz auch für unser Urviech. Das Problem ist jetzt bloß, wenn man nur die einzelnen Komponenten aufnimmt und die zu was zusammenbauen will, dann braucht man für den Bauvorgang Energie. Und die musste es erstmal irgendwo hernehmen. Und da gibt es eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo unser Urviech gelebt hat, nur eine mögliche Erklärung, nämlich, das hat rein zufällig in der Nähe einer heißen Quelle, eines Vulkans, eines Unterwasservulkans wahrscheinlich, das ist so das realistischste Szenario, gelebt. Und da war die Außentemperatur so hoch, aus irgendwelchen Gründen hat es das überlebt. Weiß man nicht genau warum, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, das hat es gekonnt, dass im Inneren der Zelle die Vorgänge, die dazu, also die Energie, die notwendig ist, um einzelne Biomolekülelemente zusammenzusetzen, einfach immer vorhanden war. Durch thermische Energie war quasi unendlich viel Energie vorhanden und es hat keine externe Energiequelle gebraucht, also keine andere externe Energiequelle außer die Energie vom Vulkan, die Wärme vom Vulkan, um sich halt eben aus den einzelnen Bestandteilen, Nahrungspartikeln, das zusammenzubauen, was es gerade gebraucht hat. Zum Beispiel eben ein Außenbordmotor. Was weiß ich. Diese beiden Ansätze gibt's. Aber auch beim zweiten Ansatz, irgendwann müssen die organischen Partikel, insbesondere die, die in der Nähe des Vulkans zu finden waren, aufgebraucht sein. Es kam wieder zur Ernährungskrise. Also in jedem Fall hatten wir ab einer gewissen Anzahl von Urviechern die große Ernährungskrise. Da musste also irgendeine andere Form der Nahrungsbeschaffung, der Energiebereitstellung her. Und da kommt jetzt zum ersten Mal die Pflanze ins Spiel, weil die bisherigen Viecher, die kann man ja vielleicht noch so irgendwie, also vor allem das, was einfach die Arme frisst und der Arm wächst nach, das kann man schon als erste Form von Tier bezeichnen. Ganz, 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 ganz vorsichtig. Das andere Ding mit der chemischen Energie, das ist eine Archäe. Das ist ein Archäe-Archebakterium, hat man es früher genannt. Archäen heißen sie heute. Das gibt's auch heute noch. Also diese Form der Ernährung, die existiert. Nur mit dem Unterschied, dass die jetzt die organische Substanz, die sie futtern, natürlich irgendwo herkriegen, wo halt organische Substanz gebildet wird. Weil inzwischen kann die ja gebildet werden, organisch. Nicht mehr durch Blitze. Das gibt's heute vielleicht auch noch. Man streitet sich da sogar noch so ein bisschen. Wahrscheinlich wird es das schon mal hin und wieder geben, aber nur im wirklich winzigen Umfang. Also ganz, 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 ganz winzig. Außerdem haben wir jetzt eine ganz andere Atmosphärenzusammensetzung als damals. Aus der Uratmosphäre hat sich durch so einen Blitz halt eher organische Substanz gebildet, als das jetzt bei unserer aktuellen Atmosphäre der Fall ist. Da passiert halt in der Hinsicht nicht viel bis gar nichts. Da kann man sich jetzt noch so ein bisschen streiten. Gut, aber zurück zu unseren Urviechern. Die haben nichts mehr zu essen gehabt. Die mussten also was erfinden, um jetzt plötzlich irgendwo was zu essen herzubekommen. Und jetzt kommt die Pflanze eben ins Spiel, weil die Pflanze hat ja die wahnsinnig praktische Eigenschaft, dass sie aus anorganischem Material, also anorganischen Verbindungen, organische Verbindungen erst herstellen kann. Also zum ersten Mal in der Geschichte des Lebens war ein Lebewesen in der Lage, organische Verbindungen herzustellen. Nämlich die ersten Pflanzen. Cyanobakterien, bestimmt schon mal gehört. Die werden sich dann relativ bald eben nach dem Einsetzen der Energiekrise entwickelt haben, weil wozu sind die in der Lage? Die nehmen
anorganische Verbindungen auf und die sind überall in unendlichen Mengen verfügbar, quasi unendlich, kann man fast schon sagen, und nutzen dann die Energiequelle Sonne, um eben diese kleinen Ausgangspunkte, kleinen Ausgangsstoffe zusammenzusetzen zu einer organischen Verbindung. Also viele kleine anorganische Verbindungen werden zu einer organischen Verbindung zusammengebaut. So, und jetzt kann sich erst das Tier entwickeln, das richtige Tier. Weil das richtige Tier ist darauf angewiesen, organische Verbindungen ja zu futtern, um daraus dann eigene zu bauen. Aber dafür müssen die ja irgendwo herkommen. Und da die anorganische Synthese organischer Verbindungen nur im superkleinen Maßstab funktioniert haben mag mit dem Blitzen, ist das erste Tier schon angewiesen gewesen, die ersten Pflanzen oder deren Ausscheidungen zu futtern. Also heißt, seit es Tiere gibt, fressen die wen anders. Das ist einfach eine Tatsache. Oder halt eben die Überreste von wem anders. Aber letztendlich läuft es darauf halt hinaus. Und das ist eigentlich auch wirklich eine ganz, 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 ganz spannende Sache, weil das ist ja das, was vielleicht vom Anfang, vielleicht wisst ihr das noch, Punkt 7 auf meiner Gliederung, was die Zytologie-Kapitel angeht, die Endosymbiontentheorie. Weil es könnte durchaus sein, dass der erste Moment, wo dann eine wirklich höhere Pflanze entstanden ist, also eine bessere Zelle auch, deutlich organisierter, dadurch entstanden ist, dass ein ursprüngliches Tier eine vollständige Cyanobakterie gefressen hat. Und plötzlich hatten wir ein Tier, das innen drin eine Cyanobakterie hatte, die noch funktioniert hat und weiterhin schön Photosynthese gemacht hat. Und die Abbauprodukte, also der Zucker, der durch die Photosynthese entstanden ist, ist durch unser Cyanobakterium raus in unser ursprüngliches Maltier diffundiert. Und damit haben wir dann quasi ein Tier, das eine funktionierende Pflanze gefressen hat. Und dann kein Tier mehr war, sondern eine Pflanze, weil es ja plötzlich nicht mehr darauf angewiesen war, von außen irgendwelche organische Substanz zu futtern, sondern die selber herstellen konnte, weil es Photosynthese plötzlich gekonnt hat. Und das ist die Endosymbiontentheorie, ganz, ganz, ganz simpel erklärt, ich komme da ja später noch dazu, woraus dann aber auch erst die höhere Zelle entstanden ist. Weil eine höhere Zelle, anders als unsere Urviecher, die hat einzelne Organellen, die ist also hat verschiedene einzelne Komponenten, die einzelne Aufgaben erfüllen. Eine Urzelle kann das noch nicht. Die hat keine abgeschlossenen Räume in sich, die ist nur ein einzelner Körper, quasi, wo es keine zusätzliche Unterteilung mehr gibt. Das alles schwimmt da so grob lose drin rum. Wenig Struktur, wenig Ordnung, funktioniert so eben gerade, aber noch nicht gut. Das ist dann ein Eukaryont. Ein Eukaryont, da gibt es eben Ordnung, verbesserte Funktion, bessere Struktur, alles viel toller. Prokaryont, einfache Zelle, Bakterium, da gibt es das alles noch nicht. Und das wäre jetzt dann auch ein Thema, auf das wir in den nächsten Folgen zu sprechen kommen. Nämlich erstmal den Aufbau eines Prokaryonten, eben diese einfache Zelle ohne großartige Strukturen, wo einfach alles so drin rumschwimmt, die jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon die Photosynthese erfunden haben muss, damit organische Substanz überhaupt synthetisiert werden kann in einem Umfang, dass sich viele Bakterien haben bilden können. Und gleichzeitig gibt es jetzt natürlich dann auch eben das Tier, das sich die Arbeit nicht macht, organische Substanz herzustellen, zu synthetisieren, sondern einfach die anderen auffuttert und futtert, was bei denen so drin ist. Ist ja auch viel schöner, würde ich sagen. Und das ist halt eben, wie gesagt, die nächste Folge. Aufbau von Prokaryonten, von Bakterien. Bis zum nächsten Mal. Ich mache nämlich Schluss für heute. Lasst euch nicht betüxen und tschüss.